Genghis Secret. Er ist einer der Überflieger in diesem Jahr und gewann gleich 4 Grupperennen, darunter den Longines-Großen Preis von Berlin auf höchstem Parkett. Obwohl es im Arc dann nur zu Rang 6 reichte, hinterließ er auch im Ausland einen tollen Eindruck. Guignol. Der Cape Cross-Sohn zeigte auch in diesem Jahr, dass er zur absoluten Spitze in Deutschland zählt. Galt er vor 12 Monaten noch als Überraschungssieger im Pastorius Großen Preis von Bayern, so war seine Titelverteidigung 2017 alles andere als Zufall. Lacazar. Sie ist die Königin der Stuten. Peter Schiergens Lacazar ließ ihren Gegnerinnen im Henkelpreis der Diana keine Chance. Ihren zweiten Karrieresieg holte sie übrigens noch im Ausgleich 3, ehe sie dann in Hamburg zur Gruppensiegerin aufstieg. Rock My Love. Die junge Stute ist 2-jährig noch ungeschlagen und ganz klar ein Pferd für die Klassiker. Die Art und Weise, wie sie bei ihren Siegen mit der Konkurrenz Katz und Maus spielte, hinterließ mächtig Eindruck und macht Lust auf mehr. Windstoß. Nach seinem Sturz in Hannover schienen alle Derby-Hoffnungen des Röttgeners beerdigt, doch nur kurze Zeit später sah man einen putzmunteren Windstoß in der Union. Sein Derby-Sieg könnte einem Hollywood-Film entspringen, der Preis von Europa brachte einen weiteren Top-Treffer.